Einen schönen guten Morgen hier vom Außenposten der Forscherliga im eisigen Nordend bei der 86. Folge. Ja, beim letzten Mal sind wir hier im Außenposten stehen geblieben und wir sollen jetzt auf jeden Fall dieses Golem-Ding hier besteigen und ja, erstmal ein bisschen üben. Das ist so das, was uns jetzt in den Quests erwartet, denn gut, es ist doch irgend so ein komischer Westfall. Mähdrescher, ich dachte, wir besteigen den da, aber egal. Und jetzt sollen wir Raketensprünge üben, mit denen wir natürlich höhere Distanzen überwinden können. Oder auch in diesem Fall von so einer Rune hin und her hüpfen. Und jetzt ist die Frage. Ne, ich kann den so nicht anklicken, den steige ich mal wieder ab. Weil manchmal kann man auch in so einem Fahrzeug die Questgeber Das anklicken, geht aber es euch geht durch den leider Kopf. nicht. So, und dann sollen wir als nächstes uns da wieder reinsetzen und die Fähigkeit Was mit euch? Datensammeln benutzen. Dann schauen wir doch mal. Gestattet es dem Eisenrunenkonstrukt an bestimmten Kristallen Daten zu sammeln. Dann müssen wir mal gucken. Das soll auch hier im Lager sein. Ich denke mal, das ist das hier, oder? Ist das nur das Totem von dir? Nee, es ist ein Kristall. Hätte ja sein können, dass die Zwerge noch Schamanin ist. So, darf ich dich anklicken? Nein, alles klar. Ich bin ganz Ohr. So, auch das haben wir erledigt. Und die Fähigkeit Blöffen sollen wir Man sieht einsetzen. sich. So, nutzen um argwöhnische Personen auszutricksen oder zu täuschen. Ja, wer ist denn hier argwöhnisch, Leute? Der Lust da? auf ein Glas? Hm, der nicht. Lust auf ein Glas? Wie geht's? Wen nehmen wir denn? Also sie sprechen zwar, alles klar. Dann war es doch Liberonski. Scheint geklappt zu haben. Button Mashing. Schön, euch zu sehen. Gut, dann haben wir das schon mal geübt, die drei Sachen. Und auf jeden Fall sollen wir das Ganze jetzt nämlich, ja, irgendwo anders tun, in der Ausgrabungsstätte von Belgun. So, er möchte Eisenrunenkonstrukt setzen, wo uns Daten sammeln. 15 Lesungen von Eisenrunendaten sollen wir durchführen. Wenn wir das getan haben, bekommen wir nochmals einen anderen Kopf, aber das hat einfach nur ja, kritische Trefferwertung anstatt Vielseitigkeit. Nutzt uns leider nichts und der zarte Knall des Donners. Dort sollen wir in die donnernde Höhle gehen, in der Ausgrabungsstätte. Und ja, dann schauen wir mal Seid weiter. auf der Hut. Also, dann setzen wir uns mal rein. Und wir müssen nach, ist das Süden? Ja, nicht ganz Süden, aber können wir das ein bisschen beschleunigen? Leider nicht, ne? Ja, na toll. Es ist zum Glück nicht so weit weg. Aber wir sind jetzt auch nicht gerade die schnellsten. Ja, ansonsten, was steht so an? Es ist zurzeit, Gott, das Mondfest läuft immer noch, alles klar. Und am Mondfest schließt sich dann sofort das Event Liebe liegt in der Luft an. Da ja dann so ein bisschen, Valentinstag vor der Tür steht so. Also auf jeden Fall sind die Eisenzwerge für uns freundlich, aber nicht die Erdelementare. Also da müssen wir aufpassen, dass die uns nicht irgendwie zu Mus hauen oder wir sie an die Backe kriegen. Ich denke mal, das sollte funktionieren. Ansonsten Ausschau halten nach diesen Plattformen, die wir halt beim Test gesehen haben. Denn die bringen uns halt auf verschiedene Ebenen. Und ansonsten müssen wir halt die Kristalle hier sammeln. Sind leider nicht sehr schnell unterwegs. Können auch irgendwie nicht über den Zaun hier stolpern. Ich kann auch nicht springen. Da kann ich die Leertaste noch so fest drücken. Da passiert dann leider nichts. Ansonsten können wir uns auf jeden Fall einige Stufen fallen lassen. Das schadet uns nicht.
Aber natürlich muss man trotzdem weiterhin ein bisschen aufs Leben achten. Ansonsten, da, wenn man da oben lang geht, kann man auch wohl den Fahrstuhl benutzen, nach ganz unten, aber... Okay, Aufseher kann ich täuschen, aber den da wohl nicht. Nee. Kann das Ding hier kämpfen? Ja. Aber ich glaube, das ist jetzt keine so gute Idee. Kann mir mal jemand das Ding von der Backe nehmen? Natürlich nicht. Ich hatte gedacht, dass wir wenigstens in gewisser Weise Schaden machen. So ein bisschen zumindest. Aber leider können wir gar nichts und müssen mal abhauen. Gut, das ist ein bisschen schade. Also müssen wir wirklich gucken, dass uns hier niemand von diesen Erdelementaren in die Quere kommt. Und natürlich auch ein bisschen die Eisenzwerge täuschen, wenn die uns anlabern. Denn eigentlich finden die das gar nicht so gut, was wir hier machen. Irgendwelche Daten sammeln. Und ansonsten mal gucken, wo die Höhle ist. Aber ich glaube, dort sehe ich sie schon eine Etage tiefer. Ja, sehr interessant auf jeden Fall, was sie hier machen. Sie hämmern und graben halt diese Statue aus, die da unten irgendwo steht. Die haben wir auch schon mal im Vorbeiflug gesehen, als wir mit MacGyvers Flugmaschine zum Außenposten geflogen sind. Ja, dann begeben wir uns mal in Richtung Höhle. Und ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich auf den Brettern bleibe und nicht runterfalle. Auf jeden Fall sollen wir die Höhle untersuchen. Und nebenbei immer wieder ein bisschen die Daten sammeln. Das ist natürlich ein bisschen anstrengend, weil wir da 15 Stück von sammeln müssen. Ich meine, mal 10 hätte es auch getan. Ja, hätte man nicht so viel Rennerei. Aber gut, hier sind zum Glück relativ viele an Ort und Stelle verteilt. So, und hier in der Höhle sind noch mehr Statuen, die ausgegraben wurden. Gott, was seid ihr denn? Alles klar, hier erscheint irgendein Abbild. Ich denke, das müssen wir mal ein bisschen beobachten. Alles klar, er sagt, dass schon bald sein Vater befreit wird. Eure Brüder im Norden in den Stromgipfeln haben die Steinungentübe gezwungen und sie auf den Pfad nach Uldua gebracht. Schon bald werden die restlichen Verteidigungsanrichtungen des Pantheons neutralisiert werden. Die drei Spalten, die von den Sterblichen dieser Region geöffnet wurden, müssen geschlossen werden. Die Erde hört und sieht, was wir machen und wird weiterhin in unsere Anstrengungen eingreifen. Wenn der Weg nicht geschlossen wird, begrabt diesen Ort. Euer Meister verlangt es. Gut, das hört sich nicht gerade nett an. Auf jeden Fall hat das alles so mit Pantheon und Titan und was weiß ich nicht alles zu tun. Ne? Alles so ein bisschen nordische Götter etc. pp. Aber es klang natürlich nicht gerade nett, dass die hier wieder alles einpacken sollen. Dabei sind sie nicht mal fertig mit Ausgraben. Gut, wir haben auf jeden Fall neue Erkenntnisse gesammelt und brauchen aber noch 4 von diesen Datenkristallen. Hau ab. Ich möchte nicht mit dir reden. Ja. Ich muss aber dafür weiter runter. Frage ist, wie stelle ich das am besten an, ohne beim Fallen zu sterben? Muss ich wohl doch zu dem blöden Fahrstuhl, oder? Mal sehen, eventuell so im richtigen Winkel. Ich versuche einfach. Ah, alles klar, das hat keinen Fallschaden gebracht. Dann hoffe ich mal. Na toll. Dass hier noch Kristalle sind. Dort sehe ich auf jeden Fall welche. Ich möchte rüber. Bleib hängen. Ja. Wunderbar. An der Kante hängen geblieben. Auf jeden Fall ist hier noch eine Höhle. Oh, das war der falsche Knopf. Ich möchte Daten sammeln. So, noch 3 Stück. Hier ist nämlich noch eine Höhle.
Ich habe da so eine leise Ahnung, dass wir auch in diese Höhle nochmal rein müssen. Hau ab. Ich gehe einfach mal rein, in der Hoffnung, dass hier vorne gleich ein paar Kristalle sind. Sieht gut aus. So, das Einzige, was halt so ein bisschen schade ist. Na komm. Ich war außer Reichweite. Na toll. Weil ich mich bewegt habe. Hatte die Abklingzeit ausgelöst. So, jetzt aber der letzte. Ja, was ein bisschen blöd ist, dass man halt keine Rückflugaktion oder Button hat oder wie auch immer. Na, also wenn ich jetzt das Fahrzeug verlassen würde, habe ich das Problem, dass die alle für mich feindlich sind. Und mich natürlich angreifen. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich Richtung Fahrstuhl komme. Das ist jetzt so der einfachste und schnellste Weg zurück. Man kann auch hier diese komischen Runenplatten benutzen, natürlich, aber fragt mich nicht, wo ich dann lande. Ebene 4, ja, was weiß ich, wo Ebene 4 ist. Wenn ich das jetzt benutzen würde. Oh Gott, wo muss ich denn hier hoch? Da geht's hoch. Dann nehme ich lieber den Umweg und benutze den Fahrstuhl. Okay, ich hätte auch da hinten einen Fahrstuhl. Ich sehe gerade, dass da auch ein Fahrstuhl ist. Der mir eventuell ein bisschen mehr genutzt hätte. Hau ab! Ich möchte mit dir reden. Steht hier auch noch einer und hackt auf den Fahrstuhl rum. Dir ist schon bewusst, dass ihr den noch eventuell gebrauchen könntet, wenn du auf diesen Fahrstuhl rumhackst. Und den Boden kaputt machst. So, wo landen wir denn jetzt? Irgendwo weit außen. Aber ich denke, da kommen wir wieder raus, da hinten, immer geradeaus. Das hätte ein bisschen Umweg. Ich habe zu spät gesehen, dass da hinten auch ein Fahrstuhl ist. Dann hätte ich natürlich den gerne genommen. Aber ich werde schon wieder verfolgt. Hau ab. Ich möchte nicht mit dir reden. Ganz schön störrisch, dieser Zwerg. Der gibt auch nicht auf. Aber so sind Eisenzwerge. Nämlich Eisen. Eisen ist Durchhaltevermögen. Jetzt habe ich natürlich noch diesen Erdelementar in der Backe. Das war jetzt nicht so geplant. Ich möchte doch jetzt abhauen. Auf zum Questgeber. Und dieser Eisenzwerg lässt mich auch nicht in Ruhe, ne? Oh Gott, jetzt habe ich natürlich nicht hingeguckt. Oh Gott, das Ding hält aber auch nichts aus, ne? So, Fahrzeug verlassen. Und dann komm her, Schaufelhauer. Gut, so kann man auch die erste Viertelstunde verbummeln. Aber ich hoffe mal, dass der jetzt kühles Fleisch dabei hat. Ah, leider nicht. Nur ein Steak, was wir gleich mal verarbeiten können. Da. Dann habe ich schon mal 10 Punkte vom Lord-End kochen. So, einmal bekommen wir die Mütze, die uns leider nichts nutzt. Dann steigen wir beim Silberbund und den Frosterben auf freundlich, da wir Ruf für die gesamte Allianzfraktion bekommen. Und sprecht mit Hauptmann Adams in Westwach. Was haben wir denn rausgefunden? Sagt, so, okay, wir können jetzt auf jeden Fall rüberfliegen. Wir müssen nicht laufen und bekommen eine Schildhand, Foliant des Eifers, die nutzt es aber leider nichts. Mögen eure Reisen sicher sein. Da ist unser Erbstückstab natürlich in gewisser Weise besser. So, dann gucken wir nochmal auf die Karte. Also wir sind jetzt auf jeden Fall hier in dieser Ecke im Osten oder Südosten sind wir fertig. In Valgarde sollte uns auch nichts Großartiges erwarten. Vom Gold her brauchen wir auf jeden Fall noch mindestens das Doppelte. Wir sind erst wieder bei 28 Gold angelangt, denn... Wie geht's? Ja, wir wollen natürlich noch unsere Berufe und die Updates für die Berufe kaufen und erledigen. Das ist natürlich gar nicht so unwichtig, da wir hier noch ein bisschen in Nordend natürlich zeitlich verbringen wollen. Wir laufen jetzt, wie man sieht, in der Luft mit unserem Golem. Der bringt uns nämlich jetzt in die Westwacht und
Ja, dort erwarten uns natürlich die nächsten Quests. Ich weiß schon eins, da müssen wir auf jeden Fall Kanonenkugeln sammeln. Denn sie haben sich irgendwie verteidigen müssen, das lesen wir wahrscheinlich noch, und haben halt wild in die Gegend geschossen. Und jetzt liegen die ganzen Kanonenkugeln vor der Westwacht rum. Und die sammeln wir wieder ein, das weiß ich nämlich noch. Und ja, alles andere sehen wir dann, wenn wir da sind. Mal gucken, ob wir nebenbei die Karte aufdecken, aber eigentlich ist sie schon alles aufgedeckt, wo wir gerade lang wandern. Ja, ansonsten lustiges Gefährt, dass der jetzt auf einmal ja, in der Luft laufen kann. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Ja, was erwarten Sie hier sonst noch? Wahrscheinlich weitere Vrykul, auf jeden Fall Protodrachen, die hier auf dieser feurigen Stelle leben. Da sehen wir sie auch schon rumfliegen. Denn hier sollte sich nichts geändert haben. Hier steht irgendwo ein Uhrturm, dem das natürlich nicht gefällt, dass hier die Bäume brennen. Die Protodrachen hier alles verseuchen sozusagen. Das ist die Glutstätte. Aber das alles zu gegebener Zeit. Draußen ist auf jeden Fall ein Quest. Was müssten mit den Kanonenkugeln zu tun haben? Ansonsten, na komm, lass mich raus. Danke. Jetzt explodiert der Donner zum Schluss. So, ja, willkommen in Westwacht. Auf jeden Fall gab es hier ja, in Anführungszeichen ein bisschen anstrengendes Daily von dem Goblin. Mal gucken, ob der noch da ist. Ja, das ist noch da, das Daily. Denn hier, landet ab und zu ein Zeppelin, der ist da hinten gerade hinterm Eisberg verschwunden, falls das nicht ein Horde-Zeppelin war. Und mit dem muss man einen Rundflug machen, der leider nicht abbrechbar ist, weil man halt einfach nur raufgeht und wartet. Kann ich euch helfen? Und man muss halt Bomben werfen. Die sollen wir nämlich auf die Piraten werfen, beseitigt 25 Piraten der Blockade und 10 Kanonen. Und ja, das kann man halt jeden Tag machen, denn hier gibt es nämlich noch Dailies, tägliche Quests, kann man jeden Tag einmal machen, gibt ein bisschen Ruf wahrscheinlich am Ende. Ja, ich denke mal, das werden wir mal in der nächsten Folge angehen, weil ich glaube, das war dieser Zeppelin. Hier sehen wir die Piratenschiffe. Das Ganze dauert aber eine gewisse Zeit, weil der halt die feste Route hat. Und ja, das nehmen wir uns mal für die nächste Folge vor. So, ansonsten machen wir mal ein Hallo. bisschen Rundblick. Julia, Ja, hier was können kann ich wir heute auf jeden für euch Fall tun? reparieren und haben eine Schmiede. Die gebe ich ab, das ist das. Der Rest ist Bank. Dann müssen wir hier rein. Ja, müssen wir hier erstmal in die Burg. Und dann schauen wir uns noch mal ein bisschen um. Kann ich hier irgendwo in Keller? Nö, Keller ist wohl zu. Ah ja, hier hinten rum, Schlafsäle. Da geht's hoch, da geht's hoch. Dann gucken wir mal, was drüben, wie es hier ausschaut. Auch irgendwelche Schlafräume. Dann gehen wir mal nach oben. Ist hier ein anderes hoch als da drüben? Scheint so, ja. Da geht's auf die Türme. Mensch, wer heult hier rum? Kann doch nicht wahr sein. So, dann haben wir hier Vater Levariol, Magierleutnant Melister und Hauptmann Wie Adams, geht's? ein Zwergenhauptmann. Der bekommt erstmal die Schlachtpläne der Drachenschinder. Damit haben wir Seid auf der Hut. den zweiten Geschichtsfortschritt abgeschlossen. 12 Stück gibt es hier, nämlich auf jeden Fall wesentlich mehr als in der alten Welt. Ja, dann schauen wir doch Ich mal. bin ganz Ohr. Neues aus dem Osten, genau, dann bekommen wir Foliant. Das sind die Eisenrunenkonstrukte. Auch Geschichtsfortschritt abgeschlossen. So, und das Gelege des Bösen. Auf jeden Fall sollen wir 15 Eier der Protodrachen und 15 Proto-Welpen zerstören. Das Bleib Ganze wird sehr sauber. wahrscheinlich in der Blutstätte passieren, ganz genau. Und unsere Schildhand, den Foliant des Eivers, den entzaubern wir. Nochmal Schleierstaub. Das Licht sei mit Gucken euch. wir mal, können wir. Das ist auf jeden Fall gelb. Mana auf Brust. Haben wir ja wahrscheinlich schon gemacht. Nö, haben wir nicht.
Outpost ist noch gar nicht verzaubert. Ja, dann sammeln wir mal 2 Punkte. Zack. Dann ist es nämlich schon grün und bei Stufe 5 können wir definitiv neue Sachen vom Lehrer kaufen. Oh Mann, so ein Gejaule da drinne. So, und dann... Ja, klammern wir mal das restliche Gebiet hier in der Westwache ab. Das werden ja nicht die letzten und einzigen Quests gewesen sein. Post haben wir nicht. Willkommen im Gasthaus der Westwacht. Braucht ihr etwas? So, hier gibt es allerhand zu saufen und Don Carlos Tequila. Aha. Schönen Tag auch. Hallo. So, einmal unseren Ruhestein. Schönen Tag auch. Ich liefere nur feinste Waren. Ändern, den legen wir mal hierher. Denn wir kriegen auch eine normale Flugroute. Man sieht sich. Ich habe die besten Waren im Land. 6 Schaufelhauer Fleisch möchte sie. Dafür bekommen wir Schaufelhauer Suppe. Ja, also wie gesagt, da jetzt die meisten Quests hier uns erwarten, ist es jetzt nicht so schlimm durch den Flugpunkt. Denn werde ich ab und zu mal, wenn wir genügend Gold gesammelt haben, per Flug eben nach Valgarde. Nach der Aufnahme und ja, dann halt die Berufe immer updaten. Gut, hier oben ist nichts, also sofern wir dann das notwendige Gold gesammelt haben. Auch hier laufen halt die Truthähne rum, wahrscheinlich für den Erfolg, den man auch eventuell hier machen kann. Fragt mich da was leichteres, die Erfolge, das ist jetzt hier, da suche ich ewig, das muss dringend mal überarbeitet werden, das habe ich aber schon mal erwähnt. Ja, hier ist nichts weiter. Jetzt muss ich auch ein bisschen aufpassen, dass ich mich hier nicht selbst verwirre. Wer bist du? Der alte Zasterstein. Hallo. Nett hast du es hier. Nette kleine Hütte. Eine Tür würde ich einbauen. Ein bisschen zugig. Gut, dann gehen wir da hoch. Und sammeln erstmal die neue Flugroute. Wie geht's? Weil 4 haben wir nicht. Einmal nach Valgarde, ja, den Hafen. Und nach Dalaran, aber nach Dalaran brauchen wir nicht, da wir uns dahin natürlich selbst teleportieren können als Magier. Dann gehen wir nochmal vor die Tür. Denn hier ist nämlich auch noch ein Quest, das, was ich eben erwähnt hatte mit den Kanonenkugeln. Ich bin ganz Ohr. Denn der Kanonier Eli möchte, dass wir 10 Kanonenkugeln, meine Güte, zurückbringen, weil sie hier halt, ja, ich denke mal, die ganzen Adler und Geier und wie die Vögel hier nicht alle heißen, zurückdrängen, die Schaufelhauer zurückdrängen. Und ja, wenn sie halt nicht treffen, landen die Kugeln in der Erde. Und wir sollen sie wieder einsammeln und zurückbringen. So, nebenbei brauchen wir 6-mal Schaufelhauerfleisch und müssen uns ein bisschen ranhalten, denn so viel Zeit ist nicht mehr. Das mit den Eisenkonstrukten und den Eisenzwergen hat ja nur auch ein bisschen gedauert, da wir da ja nicht gerade schnell unterwegs gewesen sind. Die Kugeln sind auch nicht gerade sehr nah beieinander. Die Protodrachen machen wir beim nächsten Mal, da muss ich jetzt ein bisschen ausweichen. Ah, da ist das letzte kühle Fleisch. Sehr gut, jetzt haben wir 4 Stück gesammelt. Ich weiß nicht so ganz, was uns danach erwartet. Zählen eigentlich, das markiert das wieder nicht. Ich denke mal, die zählen auch. Die normalen, also nicht die Männchen oder Patriarchen, oder wie die großen jetzt hießen. Habe ich schon wieder vergessen, da liegt doch einer. Die Hirsche. Sondern auch die normalen zählen wahrscheinlich auch. Ja, also wie gesagt, ich weiß nicht so ganz, was als Folgequest kam, wenn man die 4 kühlen Fleisch gesammelt hat und abgegeben hat. Weil es ja nur mal für die Kochkunst ist. Ob das ein... Jo, mal sehen. Ich lasse mich überraschen. Ich spekuliere da jetzt mal nicht. Ich weiß es einfach nicht mehr. Schon zu lange her. So, 2 von 6.
So kleiner Hirsch. Ich weiß, so klein bist du nicht. Wäre als Reittier eigentlich auch ganz cool. So ein Schaufelhauer Hirsch. Oh, der hat leider nichts dabei. Fluss der Schlucht. Auch da müssen wir noch hin. Kann ich ja schon mal so ein bisschen zeigen, weil da erwarten uns Packmulli. Da weiß ich gar nicht mehr so genau, was wir da machen. Ob wir die irgendwie wieder einsammeln müssen. Oder irgendwie ist uns eins begleitet. Und irgendwas war, wir müssen da auf jeden Fall was sammeln. In der Fluss der Schlucht. Das weiß ich noch. Aber alles andere ist dann Folgequest. Das wird uns auf jeden Fall noch erwarten demnächst. So, du hast nichts. Das muss ich ein bisschen ranhalten. Wie entrinnen? Steckst du fest? Jetzt natürlich nicht mehr. Na toll. Mein schöner Proc. Na komm. Auch du hast nichts dabei. Mit diesen Kanonenkugeln auch gefüllt bis ans Ende der Welt schießen mussten. Wenigstens die möchte ich jetzt noch fix sammeln. Aber es sind noch 5. Die sind ziemlich weit verstreut worden. Zack. Zack. So, noch 3. Okay, mir das doch mal auf die Karte. Ein bisschen genauer gucken. Selbst hier hinten haben die ihn geschossen. Dann nehmen wir mal noch den Hirsch. 1, 2, 3. Super, also wir... Also ich mache jetzt noch fix die Kanonenkugeln. Da hier die Droprate bei den Hirschen natürlich wieder sehr bescheiden ist. Wie wir sehen, wir haben erst 2 von 6 von denen vom Fleisch. Das, ja, Quest machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Es gibt ja genug Schaufelhauer, so ist es ja nicht. Aber es würde jetzt alles ein bisschen dauern, weil wir schon gleich an der halben Stunde dran sind. Ah, ich drücke immer Erfrischung erstellen. Ich möchte auch immer von Reittier. Das wird leider auch ein bisschen dauern, aufgrund der Droprate, die nicht so der Wahnsinn ist bei den Hirschen. Aber das macht nichts, da machen wir in der nächsten Folge dann einfach ganz normal weiter und dann haben wir ja noch die Protodrachen. Das geht ein bisschen schneller, weil das Hallo. Ist alles auf ein kleineres Gebiet konzentriert und da zählen nur die nackten Zahlen und nicht die Droprate. Seid auf der Hut. So, auf jeden Fall haben wir das dann erledigt. Dann gehen wir mal noch ein bisschen Richtung Gasthaus. Und ich denke mal hier an dieser großen Kohlenpfanne kann ich die 3 Stacks herstellen. Dann sind wir schon bei Skillpunkt 13. Ich denke mal, bei 15 wird es grün werden. Da gibt es dann wahrscheinlich neue Rezepte, die natürlich auch wieder schweineteuer sein werden. So, na komm, einmal reparieren. Das, was wir nicht brauchen, verkaufen. Da sehen wir den Zeppelin. Das ist das Daily. Das machen wir dann auch morgen, denke ich. Also morgen, was heißt morgen? Also in der nächsten Folge. Man kann auch morgen sagen. Je nachdem, wann ihr das dann schaut. Auf jeden Fall in der nächsten Folge, machen wir die Schaufelhauer zu Ende und die Protowelben, das sollte relativ zügig gehen. Und wenn das nicht zu lange dauert mit den Dropraten des Fleisches von den Schaufelhauern, dann denke ich, werden wir mal noch fix das Daily machen, das ich euch zeigen möchte. Das kann man halt jeden Tag wiederholen. Und dann mal gucken, was das bringt, wie viel Ruf. Und ja, das ist halt wirklich was ganz Altes. Das sind ja jetzt alles die Weltquests. Das heißt ja nicht mehr Daily, aber hier in Nordend gibt es sie noch. Ja, dann danke ich fürs Zusehen. Viel geschafft haben wir leider nicht, da uns die Ausgrabungsstätte ein bisschen beschäftigt hat. Aber nichtsdestotrotz werden wir uns davon nicht abhalten lassen. Und ja, dann danke ich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal hier im schönen Nordend. Und mach's gut, euer Ehre.